Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Order and Chaos. Ah, lol. Hallo? Müssen wir mit dem sprechen, bist du sicher? Wir müssen irgendwie einen Wasserbecher herholen, aber... da zeigt der Pfeil hin. Okay, das ist gut. Wieder mal Order and Chaos. Ich mach eigentlich nicht noch gefühlt dieses Mal. Okay, gerade mal ausrichten. Okay. Ja, gut. Hier sollte der Becher wahrscheinlich irgendwo sein. Mal schauen. Mein Ziel war eigentlich, das kann ich jetzt euch sagen, in den Ferien alles zu vorproduzieren, aber das gelang mir eigentlich ja natürlich nicht vorproduzieren, bis ich Level 70 werde, aber so wie das aussieht, gelingt mir das nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorproduziert, auf was ich eigentlich nicht stolz bin, aber ja, auf jeden Fall will ich immer am Samstag 17 Uhr sollten die Order and Chaos Videos rausgehauen werden. So, die Runen, die muss ich übrigens behalten, weil mein Archer unbedingt Runen braucht. Für Businesspunkte. Und da dachte ich mir schon, wieso verkaufen, wenn ich es auch meinem Archer einfach geben kann. Lol, irgendwie da hat es keinen Becher, warte mal. Gehen wir weiter dadurch. So, die Archer kommt noch. Was natürlich absolut cool ist. Komm. Oh Mann, diese Männer lasse ich die ja immer verzaubern müssen. Zauberschaden. Nee. Lol, was ist denn der? Elkal. Müssen wir den umbringen? Ich würde ihn irgendwie gerne umbringen. Wenn ich so da bin. Aber der droppt natürlich nichts. Da ist es. Dieser. Das erinnert mich an ein Harry Potter Folge. Kelch, der, wie hieß er jetzt? Harry Potter und der Kelch, der. Feuerkelch, genau. Der Feuerkelch, genau. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie der, aber. Kam mir einfach so in den Sinn. Irgendwie weiß ich nicht, über was ich sprechen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine LPs werden langweiliger und langweiliger. Genau, ich könnte ja ein bisschen über das sprechen. Ich habe das Gefühl, meine Videoqualität, besonders im Order and Chaos, hat extrem nachgelassen. Also, nicht weil ich irgendwie mir weniger Mühe mir geben würde, aber einfach so, ich habe irgendwie das Gefühl. Nein! Bring ihn nicht um! Big Mendel, weg mit dir! Es ist vorbei, unmöglich! Dieser der Mendel, der riesige, diesen sehen dann schon auch cool aus. Nice, die sieht geil aus, aber die können wir leider nicht mehr gebrauchen. Schade. Eben, ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Char nachher machen werde. Immer diese scheiß Mendel, man, die nerven so. Einfach weglaufen. So, jetzt können wir den bald wieder unsere Belohnung abholen. Doch, es ist Zeit. Danke. Das müssen wir jetzt. Ich glaube, diese Mobs kann das. Tatsächlich. Eben, Dodge hilft noch. Also, Dodge. Sehr cool, auf jeden Fall. Genau. Ich könnte auch ein bisschen wieder über meine Gilde sprechen. Eben, ich würde so gerne Admins haben. Ich würde auch gerne sehen, dass die ein bisschen läuft, auch ohne mich. Aber eben, ich habe das einmal gemacht, dann plötzlich sind alle da geliebt und weiß ich was. Und das ist einfach nur schade. Ich habe einfach im Moment dem ich wirklich vertrauen kann. Also klar, es ist natürlich, was soll ich sagen, bisschen frustrierend, aber eben, ich will auch nicht, dass da irgendwie plötzlich jemand da einfach die Oberhand angreift. Eben, das ist halt immer, ich kann da nicht so viel zur Gilde beitragen. Also wenn ihr da beitretet, dann müsst ihr halt auch ein bisschen aktiv sein, mal ein bisschen in der Gilde schreiben. Aber eben, entweder ist es halt meistens so in einer Gilde oder es ist nicht so. So, ich würfel mal gerne, weil ich dich gerne haben würde. Wie gesagt, für meinen Archer.
So, hier ist noch jemand. So, weg mit dir, Fellfaser. So, mit Dojo. Dojo geht es eigentlich schnell. Ich glaube, er war auch mal um 100 Gold und hat den Nachbilder geliebt, aber eben. Mir eben, ich will da, mir ist das eigentlich egal, eben. Jeder kann da liefen, wie er will, wie er möchte, aber eben, es ist wirklich so. Wenn wir etwas Cooles haben wollen, dann kann ich leider nicht nur beitragen. Es muss auch immer von anderen kommen. Ist nun mal einfach so. So, wir sind fertig. Aber dann noch gar nicht viel gelacht, etwa 6 Minuten von der Aufnahmezeit. Genau, Post könnten wir euch auch mal anschauen. Ich glaube zwar, so viel dürfte nicht drin sein. Ich habe sie mal noch geleert. Screen. Was? Oh, Mendelmann, die gehen so auf den Sack, ey. Scheiß Mendel. Hau ab. Oh, die nerven so. Die nerven so. Wow, und jetzt bin ich sogar noch gebackt. Lol. Jan, wieso glaubt es nicht? Hä? Nee, wieder mal Beutel voll. Eieiei, nervt das. Ja, verschwinden wir mal diese, gehen wir das. Der Mendel da, diese Striptron, Warnung an Dieki Galpo. Oh, immer diese Scheißnamen, ganz im Ernst. So, benutzen wir mal das, was haben wir sonst noch so? Das will ich irgendwie alles nicht wegschmeißen, sozusagen. Sagen wir mal, erhöht den kritischen Level um 21. Okay, diese Stiefel können wir definitiv kurz verkaufen. Er kann natürlich seinen Kumpel gerne einladen. Zum Beweis, dass du mir wirklich hilfst. Oder dass er mir wirklich hilft. So. Dieser Stiefel war es, oder? Genau. Dann haben wir hier noch Angriffskraft. Nee, das brauchen wir eigentlich noch. Trefferlevel. Ich weiß nicht. Das Ausdauer? Nee, ist ja gar nichts. Dann dieser Schild. Ich glaube, der ist genau gleich gut, mehr oder weniger, wie mein jetziger. Genau, das muss ich leider verkaufen, weil mir das gar nichts bringt. Und, zeig mal, was... Ach so, WhatsApp. Angriffskraft mit 70... nee, was vergleicht da mit dem? Angriffskraft, den kritischen Level, Schadenprobe kann 96, 7, ja, ist ja blau. Egal, machen wir einfach mal weiter. Warnung an blablabla. Boah, der ist hier unten. Da mache ich das nicht. Das ist eine andere Quest, glaube ich auf jeden Fall. Ja, kein Questpfad. Wachaltran, genau. Machen wir mal diese Quest. So, Steinfresser, ahoi. Also, nächste Quest. Und... Oh, Mann. Komm, lass uns da durchgehen. Game Loft. Irgendwie lustig, ich finde. Was? Jetzt bin ich da gebuggt. Ah, danke. Ich habe irgendwie das Gefühl, für alles Schlechte ist jetzt immer Game Loft verantwortlich. Es hat sich irgendwie bei mir so ein bisschen eingebrennt. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich, ich verbinde jetzt einfach immer alles Schlechte mit Game Loft. Irgendwie. Klar, man darf natürlich auch nie vergessen, was wir auch alles für Spiele gemacht haben, auch für gute Spiele. Kommen jetzt zwar gerade keins in den Sinn, aber eben, klar, Orden Chaos war natürlich am Anfang wirklich sehr, sehr gut. Klar, ganz am Anfang war es so, ja, man konnte eigentlich nicht wirklich viel machen mit Level 60. Muss ich den umbringen? Den haben wir doch vorher schon probiert, aber irgendwie wollte der nicht, oder?
Nee, wir müssen nicht hier, wir müssen ja 10 Ende zusammenbringen. Wir müssen 10 Ende zusammenbringen. Oder diese hier? Nee, ach, Leute. Falsch, Steinfresser, komm. Ah, da, okay, jetzt sind wir dann drin. Ah, ich glaube diese, genau, diese Kapellklonen, einfach in Rot. Wobei, die sehen eigentlich noch ganz nice aus. Ja, eben, genau, zurück zu eigentlich meiner Videoqualität. Eben, besonders im Modern Chaos, denke ich, habe meine Videoqualität ziemlich nachgelassen. MC4 kommt wieder, die gute Videoqualität, denke ich mal. Ich habe eine Zeit lang wirklich extrem geile MC4 Gameplays, finde ich. Eben, das ist alles meine Meinung. Und Order and Chaos, ja, geht halt so. Ah, cool, da müssen wir noch etwas einsammeln. Gut, dass wir da gerade sind. Nee! Ah, gut, zerstöre das Tor oder was auch immer. Ah, schon tot. Gut, sehr gut, sehr gut. Eben, ich finde eigentlich, genau, was werde ich da mit diesem Charakter machen? Das werde ich auch immer sehr oft gefragt. Ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Irgendwie. So, ich würfel mal. Ich weiß es nicht, weil zwei Damage-Stile finde ich einfach nicht cool. Also, ich würde am liebsten den. Also was ich natürlich auch könnte, das könnte ich wirklich, und das habe ich mir auch überlegt, bin ich mir immer noch am überlegen, ich könnte diesen Northern Chaos Account wirklich verschenken oder verlosen. Klar, es wäre natürlich cool, wenn ich den noch behalten könnte. Das Problem ist halt, ich habe da eine E-Mail also hinterlegt, die kann man glaube ich nicht einsehen oder so. Das wäre nicht mal das größte Problem, aber das größte Problem wäre einfach, wenn da irgendwie, oder wenn diese Mail einfach irgendwie in falsche Hände geraten würde. Ich müsste dann da auf meinem Mail-Konto jenes Zeug sperren und das ist eigentlich sozusagen der einzige Grund, warum ich diesen Account nicht verlosen will, auch da mich jetzt eigentlich doch schon ein paar Leute kennen und dann auch plötzlich jemand anderes sein dieser Account hat, dann könnte natürlich der auch ziemlich Schaden anrichten und das will ich natürlich auch nicht. So, also diese Quest ist fertig. Ich muss mal sagen, wo wir die abgeben müssen. Ah ja, geben wir die mal ab. So. Fertig. Jo. Fertig. So, wir können wieder auf unser Steinfresser. Dann die scheiß 150 Runen sind mir von Gameloft immer noch nicht überwiesen worden. Das nervt mich so. Ich habe denen jetzt schon zweimal geschrieben, sie sollen endlich mal meine Runen überweisen. Nee, ich habe es nicht so geschrieben, ich habe einfach geschrieben, ja, ich habe die 150 Runen nicht erhalten, bla bla bla. Aber eben, jeder, der weiß, der schon mal am Gameloft Customer Care geschrieben hat, weiß, wie schlecht die sind. Also, das ist einfach unglaublich. So, Zauberkraft, Ausweichlevel, nice, den können wir sogar gebrauchen. Angriffskraft, cool, können wir sogar beide gebrauchen. Für beide, das ist Trefflevel, Beweglichkeit. Töte Elk Karl. Ah, jetzt müssen wir den endlich. Trefferlevel, nee, Bogen, Angriffskraft. Ja, Bogen können wir eigentlich nehmen. So, hier noch eine Kuratrisch mit Dekia Galpo. Ah, diese Namen. Diese Namen, Leute. So, ich glaube, wir töten den noch schnell und geben diese Quest ab und dann beenden wir das Video. Wird das Video auch ein bisschen zu lang. Anstatt 15 Minuten, 16 Minuten. Oh, YouTube-Polizei, verhafte mich. Egal. Okay, der Rest ist schön da. Jetzt müssen wir den sogar wirklich umbringen. Fellfaser, nice, können wir auch gebrauchen. Alles für meinen Archer, weil ich habe gesehen, der hat irgendwie 532 Geschäftspunkte. Und anstatt dann 100 Stein nochmal irgendwie im Schwarzmarkt oder auf dem Schwarzmarkt oder sonst so zu kaufen, lohnt sich einfach nicht. Weil 100 Geschäftspunkte hat man eigentlich noch, kann man eigentlich noch schnell erreichen. So, gut. Beenden? Nee, nicht Dojo.
Warte, ich muss von Mount. So. Bogen, den können wir eigentlich gleich ausrüsten. Der andere, ja, werfen wir den mal weg, weil unser Inventar ist so voll gespammt, wie weiß ich was. Ich denke, das war's mal für... Jo. Jo, ich habe schon recht viel MC10 sogar gemacht. Ich glaube, das war's mal für dieses LP. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!